Geben ist seliger als nehmen. Das ist das Motto für dieses Video. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Lanas einmal eins zum Leben und du bist auf dem letzten Video 2023 gelandet, das ich ein bisschen besonders gestalten will, weil ich möchte zum Ende des Jahres einfach auch Dankbarkeit ausdrücken und auch zurückgeben und will das auf unterschiedliche Arten und Weisen machen und will das vor allem auch mit dem Geld machen, das ich auf YouTube verdient habe. Geben ist seliger als nehmen ist ein Bibelvers, der für mich voll wichtig ist oder uns als Ehepaar auch wichtig ist. Wir glauben daran, dass es ein göttliches Prinzip ist, zu geben, zu spenden, sein Geld zu teilen, das, was man hat, zu teilen. Und man wird ja auch immer reich beschenkt. Und das möchte ich auch jetzt und heute machen. Ich habe mir vorgenommen, mit meinen YouTube-Einnahmen auch einen Schlussstrich zu ziehen am Ende vom Jahr und dann davon was zurückzugeben. Und wollte das aber mal ein bisschen anders gestalten, als wir es sonst machen mit unserem restlichen Geld, weil ich habe mir gedacht, ich will irgendwie ja, euch was zurückgeben, aber auch meinen Mitmenschen was zurückgeben und habe deswegen angefangen, immer mal wieder einen Einkauf für Menschen zu zahlen. Und ich habe mal einen Clip mitgefilmt, nachdem ich so einen Einkauf für jemanden gezahlt habe. Den darfst du jetzt gerne anschauen. Ich bin jetzt gerade am Parkplatz beim Kaufland. Der kommt frisch aus dem Fitnessstudio, deswegen sind meine Haare auch nass und ich bin ungeschminkt. Aber mein Fitnessstudio ist in der Nähe vom Kaufland. Ich habe manchmal von Amerikanern solche Videos gesehen, die den Einkauf für Leute gezahlt haben. Und das fand ich irgendwie so schön und dachte mir, wer freut sich über sowas nicht? Egal, ob du Geld hast oder nicht, freust du dich, wenn du deinen Wocheneinkauf gezahlt bekommst, oder? Und jeder kann das doch brauchen, vor allem zur Weihnachtszeit. Jetzt ist gerade November, wo ich anfange, das zu machen. Und zum Ende des Jahres kommen noch immer so viele Rechnungen, die noch offen sind. Und wer freut sich denn da nicht über den gezahlten Einkauf? Und ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt immer mal wieder. Wenn ich das Gefühl habe, Gott mir das aufs Herz legt, hey, zahl für die Familie den Einkauf, dann mache ich das. Und ich war jetzt gerade im Kaufland und habe schon mal zwei Gutscheine mitgenommen, weil ich möchte auch an euch, meine Zuschauer, etwas zurückgeben. Ich habe mir gedacht, Kaufland gibt's oft und viel. Also vergebe ich wahrscheinlich Kaufland-Gutscheine. Und jetzt heute war das eine fünfköpfige Familie mit zwei, drei Teenagern, zwei Jungs und ein Mädchen. Und die haben halt ganz günstige Sachen gekauft. Das siehst du ja, die haben nur hauseigene Marke gekauft, auch beim Fleisch und so. Und hauseigenes Klopapier und alles Mögliche. Und da siehst du ja, okay, die schauen schon sehr aufs Geld. Und dann habe ich irgendwie so mir gedacht, wo ich den Einkaufswagen gesehen habe, ja, genau den Einkauf zahle ich. Und das waren jetzt 117 Euro, glaube ich, für eine fünfköpfige Familie. Ich finde, das ist eh günstig. Wir haben halt viel Fleisch und ja, Toilettartikel und ein paar Knabbersachen gekauft. Und dann habe ich jetzt einfach denen ihren Einkauf gezahlt und habe gesagt, hey, ich würde gerne für euch zahlen. Und dann er so, wirklich? Ich so, ja, wirklich. Echt? Ja, wirklich. Okay, dann habe ich gesagt, ich wurde dieses Jahr so gesegnet und den Segen will ich einfach weitergeben. Also schönes Wochenende und tschüss. Das war jetzt irgendwie so ein cooler Moment und so perplex und ich bin halt dahinter gestanden mit den zwei Gutscheinen und habe dann die noch gekauft. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, der Kassier hat irgendwie auch Freude dadurch in seinem Beruf empfangen. Und Kassier, ich war selber mal beim Rewe an der Kasse. Ich weiß, dass es manchmal ein bisschen ein anstrengender Job ist. Aber ich glaube, in dem Moment hat er auch einen Teil von dieser Freude und von dem Segen irgendwie abgekriegt. Und ich will dich motivieren. Überleg dir doch auch mal was, wo du jetzt halt vielleicht jemanden segnen kannst. Und wenn es bloß, weiß ich nicht, mit einer Packung Schokolade ist oder wie auch immer, der Segen muss ja nicht mega groß sein. Einfach zu geben, das macht einen so glücklich. Und heute, this made my day. Ich habe nicht nur Kaufland-Gutscheine gekauft, ich habe auch Lidl-Gutscheine gekauft und mit diesen Gutscheinen möchte ich gerne an dich als Zuschauer, an euch Zuschauer, etwas zurückgeben. Ich habe mir überlegt, was sind so die gängigsten Supermärkte in Deutschland und habe deswegen von Lidl und von Kaufland Wertgutscheine gekauft, weil ich glaube, dass die flächendeckend am meisten vertreten sind. Aldi Süd gibt es bei uns, aber das gibt es wieder im Norden nicht. Edeka ist ja eh immer was Regionales. Rewe hat es zum Beispiel oft nur in einer Stadt. Und dann habe ich mir gedacht, ich glaube Kaufland und Lidl ist was, wo
vielleicht du auch in deiner Nähe hast. Ich weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert. Ich habe noch nie eine Verlosung oder so ein Gewinnspiel oder sonst irgendwas gemacht. Deswegen bin ich voll überfordert da damit. Aber ich habe mir überlegt, dass wir das so gestalten können. Ich möchte gerne 4 Leuten von euch einen Gutschein zuschicken per Post. Ich habe die Karten gekauft und will gerne natürlich dann noch ein bisschen was dazu schreiben und euch ein kleines Päckchen zukommen lassen. Und wenn du da Lust hast, Gewinner zu sein, dann ist es natürlich von Vorteil, wenn ein Kaufland oder ein Lidl bei dir in der Nähe ist. Übrigens nicht gesponsert oder sonst irgendwas. Ich habe das mit meinem eigenen Geld gezahlt. Und du musst dafür mir eine E-Mail schreiben. Und zwar an lana.victoria2308@gmail.com. Ich blende es dir auch gerne ein, weil ich nicht weiß, wie ich sonst, wenn du mir keine E-Mail schreibst, keine Ahnung, wie ich sonst deine Adresse rausfinden soll. Ist gar nicht so einfach, so ein Giveaway zu machen, finde ich. Bin ich drauf gekommen, als ich mir überlegt habe, wie kann ich dir eigentlich das zukommen lassen. Und wenn du bei dem Gewinnspiel mit teilnehmen willst, dann schick mir eine E-Mail mit deinem Wunsch, also was für einen Gutschein du haben willst, ob Kaufland oder Lidl. Und schreib mir vielleicht auch, wie du auf meinen Kanal gekommen bist. Einfach nur, weil es mich interessiert, ist keine Voraussetzung dafür, Gewinner zu sein oder sowas von diesem, ist es ein Gewinnspiel? Ich will es gar nicht so nennen, von diesem Geschenk, das ich dir machen will. Es gibt keine Voraussetzungen da dafür. Ach doch, du musst mindestens 14 Jahre alt sein. Ich glaube, drunter ist es verboten, bei sowas mitzumachen, generell. Und du musst mir natürlich eine E-Mail schreiben, damit ich einfach deine E-Mail-Adresse habe. Und ich werde dir dann darauf antworten, wenn du gewonnen hast. Und dann kannst du mir auf meine Antwort deine Adresse schicken. Oder du schreibst sie gleich in die erste E-Mail dazu, je nachdem, wie weit du mir davon traust. Ich will aber keine unnötigen Daten einfach sammeln, deswegen reicht es, wenn man dann auf meine Antwort reagiert. Viel Gerede. Und zum Schluss kommen will ich aber eigentlich, indem ich sage, hey, es ist so, so wichtig, dass man schaut am Ende vom Jahr, auch unterm Jahr, ich will das ja immer einmal im Monat sowieso machen, wo wurde ich gesegnet, wo bin ich beschenkt, wo habe ich eigentlich echt im Überfluss und wo kann ich auch zurückgeben. Sei es, dass ich jemandem physisch helfe, die Einkäufe zu tragen oder vielleicht mal beim Putzen jemandem helfe, der Nachbarin die Blumen gießt, wenn sie im Urlaub ist, ich kann ihr physisch helfen. Oder man kann natürlich auch finanziell helfen, indem man spendet oder jemanden den Einkauf zahlt, so wie ich das jetzt ein paar Mal gemacht habe. Oder jemanden einfach ein Geschenk macht. Und ich will nicht angeben, ich will dich natürlich auch zunächst drängen oder zwingen, aber ich finde es schön, wenn wir uns gegenseitig motivieren, jemanden anderen was Gutes zu tun. Und ich glaube, jeder von uns hat irgendetwas, und wenn es nur ein Lächeln ist, mit dem man jemanden anderen eine Freude bereiten kann. Und daran glaube ich aus tiefstem Herzen. Und ich hoffe echt, dass meine Gutscheine bei den richtigen Menschen ankommen. Ich hoffe, das ist ein Segen, auch wenn es bloß 30 Euro sind. Ja, dadurch konnte ich wenigstens für 4 Leute das anbieten. Und ich freue mich, wenn dir dieses Video gefällt. Ich freue mich, wenn du eingeschaltet hast und dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst. Ich freue mich, dass du Teil von meiner Community bist. Ich bin überwältigt, was in diesem Jahr alles passiert ist auf meinem YouTube-Kanal. Ich mache eh noch dann zum Jahresanfang so einen Jahresrückblick und werde da einfach nochmal meine Gedanken auch mit dir teilen. Folg mir, wenn du das nicht verpassen willst. Und ich möchte jetzt ehrlich gesagt gar nicht noch viel mehr reden und sagen, außer danke. Danke an euch, danke an Gott und Jesus, meinem Herrn. Danke an die Menschen in meinem Umfeld, die mich unterstützen, diesen Content hier zu machen. Und jetzt mache ich Schluss. Mach Schluss von dem Video. Es kommt nicht mehr viel Sinnvolles aus mir heraus, weil ich einfach überwältigt bin von all dem. Ich wollte dir das jetzt sagen, genau, dass ich dieses Gewinnspiel oder dieses Geschenk veranstalte. Leider kommt es nicht mehr vor Weihnachten an, weil ich werde es wahrscheinlich erst kurz vor Weihnachten oder kurz nach Weihnachten zur Post bringen können. Also auch wenn du jetzt erst einen Tag später dieses Video siehst, dann kannst du mir immer noch gerne eine E-Mail schreiben. Und ansonsten wünsche ich dir wirklich ein gesegnetes Weihnachtsfest. Und ich hoffe, dass deine Umstände auch schön sind, dass du Zeit hast, um zurückzuschauen, dass du einen Grund findest, wenn es bloß einer ist, einen Grund findest, für den du dankbar sein kannst. Das wünsche ich mir aus tiefstem Herzen für dich. Und ja, ich wünsche dir eine gesegnete Zeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein gesegnetes Jahr 2024 dann auch.
Bis zum nächsten Mal hier auf meinem Kanal Lanas 1x1 zum Leben.